Hallo und herzlich willkommen zu Im Handumdrehen, dein Podcast für ein freies, selbstbestimmtes und erfülltes Leben. Mein Name ist Christian Jäger und heute begrüße ich wieder einen ganz besonderen Coach. Ihr Name ist Andrea Balschow und sie ist Videocoach. Aber die meisten von euch werden Andrea eher als Radio- oder Fernsehmoderatorin kennen aus den Programmen SWR 1, HR Fernsehen, Pro7, MDR oder eben dem ZDF und dort zum Beispiel aus den Sendungen wie Hallo Deutschland, Drehscheibe oder auch eben Volle Kanne. Ich freue mich so sehr, dass du heute diese Folge gerade anhörst, weil es ist total selten, dass eine so bekannte Persönlichkeit so offen über private Dinge spricht wie Andrea. Vielleicht werden die ein oder anderen Erkenntnisse aus dieser Episode auch dazu beitragen, dein Leben zu verändern. Und jetzt wünsche ich dir einfach ganz, ganz viel Freude beim Anhören. Hallo, liebe Andrea, so schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich, es ist mir eine Ehre, bei dir eingeladen zu sein. Liebe Andrea, die ein oder anderen kennen dich eben aus dem Fernsehen. Und was aber viele Menschen nicht wissen ist, wie sieht es denn bei der Andrea im Inneren aus? Mhm. Unser Thema ist eben ein selbstbestimmtes, erfülltes Leben. Und deswegen natürlich auch die Frage, liebe Andrea, was bedeutet denn für dich ein selbstbestimmtes, erfülltes Leben? Freiheit. Freiheit im Denken, im Handeln, so weit, dass es auch den anderen zum Guten dient, also dass ich nicht, also nicht Freiheit für mich auf Kosten von anderen und Freiheit für mich um jeden Preis, das meine ich damit nicht, sondern für mich ist zum Beispiel meine Selbstständigkeit was Selbstbestimmtes. Ich kann mir nicht vorstellen, in einer Festanstellung zu sein, sondern ich habe in meiner Selbstständigkeit die Möglichkeit, frei über meine Zeit zu verfügen. Das ist für mich ein ganz, ganz hoher Wert. Ich zahle dafür auch einen Preis. Ich zahle sogar einen recht hohen Preis für diese Selbstständigkeit und für diese Freiheit, weil ich nie Feierabend mache. Wäre ich fest angestellt, würde ich morgens um 9 zur Arbeit gehen, würde um 17 Uhr nach Hause gehen und dann könnte ich im Kopf auch abschließen mit der Arbeit und hätte nur noch Freizeit, Family, High Life und würde mir keine Gedanken mehr machen. In meiner Selbstständigkeit mache ich nie wirklich Feierabend, auch wenn ich aufhöre zu arbeiten. Beziehungsweise ich arbeite meistens viel länger, als ich das in einer Festanstellung tun würde. Und ich kriege auch im Urlaub kein Geld. Und wenn ich krank bin, kriege ich auch kein Geld. Aber ich nehme das gerne in Kauf, weil ich hier komplett selbst bestimmen kann, mit wem ich arbeite, wie lange ich arbeite, was ich arbeite. Und das hat für mich einen sehr, sehr hohen Wert. Und dass ich auch über das verfügen kann, was ich zum Beispiel bei Social Media von mir gebe. Also, dass es da niemanden gibt, kein Chef, niemand über mir einen Gestellten, der mir sagt, naja, also Frau Balschow, das können Sie jetzt aber so nicht schreiben. Ja. Und das gilt auch für eine Beziehung. Ich bin seit mehreren Jahren in einer Beziehung, die zum ersten Mal eine Beziehung ist, die ich komplett auf Augenhöhe führe, weil ich mit jemandem zusammen bin, der nicht versucht, mich zu verändern oder der sich beschwert, dass ich zu viel arbeite oder möchte, dass ich anders bin. Das heißt, ich, und das habe ich jahrelang gemacht, ich bin so aufgewachsen, ich habe mich immer angepasst. Zeit meines Lebens. Als Kind habe ich mich angepasst und später auch in meinen Beziehungen und in meiner Ehe immer angepasst. Und damit habe ich vor 7 Jahren Schluss gemacht. Wow. Das ist natürlich eine große Entscheidung und ich denke, dass es auch eine gute Entscheidung ist. Aber die Frage ist, was hat dich dazu gebracht? Was war genau dieser Punkt, der dich dazu gebracht hat, diese Entscheidung für dich zu treffen? Ich habe vor 7 Jahren die Entscheidung für mich getroffen, aus der Ehe rauszugehen, weil ich gemerkt habe, dass ich mich verloren habe darin. Dazu brauchte es aber erst einen körperlichen Zusammenbruch. Das war das Problem. Ich habe kurz vor einer Live-Sendung kriegte ich auf einmal ganz schlimmen Schwindel,
ganz schlimmen Schwindel und das kam wie aus dem Nichts heraus, sodass ich meine Live-Sendung, das war damals Hallo Deutschland, nicht moderieren konnte. Ich wurde dann nach Hause gebracht und es wurde immer schlimmer, schlimmer, schlimmer. Ich habe so das Gefühl gehabt, jemand hat einen Wasserhahn aufgedreht und es fließt gerade sämtliche Lebensenergie aus mir raus, komplett. Ich konnte, als ich zu Hause ankam, kaum noch die Treppen hochsteigen zu meinem Zimmer und war dann wirklich 4 Tage wie ausgenockt und konnte aber gar nicht sagen, was es war. Ich war also dieser Schwindel war fürchterlich und ich war so schwach, aber es gab keinen Anlass dafür. Weißt du, ich hatte keinen Durchfall, ich hatte kein Erbrechen, ich hatte kein Fieber. Es war ganz seltsam. Also auf einmal war alles anders. So. Komplett anders. So, auf und dann habe ich wie auf Knopf, wirklich wie auf Knopf, von jetzt auf gleich, unangekündigt. Es ging mir vorher genau. Ja noch gut. Und ich war dann auch hinterher bei meiner Ärztin. Die hat mein Blut kontrolliert, die hat alles kontrolliert. Sie sagt, Andrea, ich kann nichts finden. Mit dir ist alles in Ordnung. Wobei sie ja dann auch sensibel genug ist, um mal zu hinterfragen, wo denn das eventuell herkommen könnte. Und im Grunde genommen ist da mir bewusst geworden, dass ich mich selber und somit auch meinen Mann betrogen habe, weil ich einfach was vorgespielt habe, was ich nicht bin. Und ich war Zeit meines Lebens immer auf der Suche nach Liebe und Anerkennung, weil meine Eltern sich schon getrennt haben, als ich 3 Jahre alt war. Und dann kam, als ich 8 war, ein neuer Mann ins Leben meiner Mutter und somit zu uns nach Hause. Und es war jetzt so, also wir standen uns jetzt nicht besonders nah, ja. Es war immer so ein Fremdeln. Und ich habe immer seine Anerkennung haben wollen, weil mein Vater war ja nicht da und der hätte ruhig mein neuer Papa sein dürfen, hatte ich nichts dagegen. Aber ich glaube, das wollte er nicht. Und und so hat sich das dann irgendwie fortgesetzt. Meine Mutter musste auch nie schimpfen mit mir. Es hat immer gereicht, wenn sie gesagt hat, jetzt ist die Mama aber traurig. Es war also schon damals als Kind das Schlimmste für mich, jemanden zu enttäuschen. Mhm. Und das ging dann später weiter, als ich erwachsen war und in Beziehungen gegangen bin. Ich wollte immer geliebt werden. Also ich wollte auf gar keinen Fall auf Ablehnung stoßen. Weil ich glaube, ich habe mir da als Kind auch irgendwas eingeredet. Vielleicht redet man sich ja als Kind ein, dass man schuld ist, dass die Eltern sich trennen. Ich weiß es nicht. Und das hat aber dazu geführt, dass ich mehr und mehr, immer wenn ich in Beziehungen war, dem Bild versucht habe zu entsprechen, was die Männer von einer perfekten Frau hatten. Und so erwartet so haben, oder? Praktisch ja, so genau, vermeintlich richtig. Erwartet haben. Ja, mhm. Und so ist das auch mit meinem Ex-Mann passiert. Wobei, der konnte gar nichts dafür. Also der hat nicht gesagt, Andrea, ich möchte, dass du dich veränderst. Definitiv nicht. Das ist ein ganz lieber Kerl. Wir verstehen uns auch heute immer noch gut. Aber ich habe gemerkt, dass ich, jetzt hatte ich den Mann und das war ein Mann und der wollte mich haben und der wollte auch ein Kind. So. Und ich wollte quasi, auf gar keinen Fall wollte ich den wieder verlieren. Und dann habe ich unbewusst, es war ja keine bewusste Entscheidung, habe ich mich mehr und mehr angepasst. Ich habe meine Haare wachsen lassen, weil ich wusste, der mag lange Haare. Der hat nie von mir verlangt, dass ich lange Haare haben soll. Aber ich wusste, er mag lange Haare, also habe ich mir lange Haare wachsen lassen. Wenn es irgendwo Konfliktpotenzial gab, dann bin ich immer schön aus dem Weg gegangen. Bloß keine Konfrontation. Das konnte ich noch nie gut ertragen, Konfrontation. Oder so generell, wenn irgendwie was Komisches in der Luft lag. So, und dadurch habe ich mich natürlich mehr und mehr und mehr und mehr angepasst. Und der hat dann eine Frau geheiratet, die aber gar nicht echt war. Okay. So wusste er aber nicht. Weißt du, was ich meine? So, und das ist dann im Laufe der Jahre aber mir erst rausgekommen. Nach der Geburt meiner Tochter habe ich, glaube ich, langsam so ein Gefühl auch für mich bekommen. Dann habe ich als erstes meine Haare wieder abschneiden lassen und habe einfach irgendwann auch festgestellt, oh Gott, ich arbeite nur und sehe immer zu, dass es irgendwie allen anderen gut geht. Aber irgendwie habe ich doch selber ganz andere Bedürfnisse. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja. Was war der Punkt, wo du das gemerkt hast? Also praktisch bei der Geburt deiner Tochter. Da fing es an. Das war nicht, okay. Das war nicht auf Knopfdruck, das war ein Prozess. Das war ein Prozess und ich wann ging das dann so los? Ich glaube, da war sie so ein Jahr alt oder so. Und da habe ich in den Spiegel geguckt. Und ich weiß, so auch wieder hier auf Knopfdruck. Und ich so, wer bist du denn? Wo bist denn du? Und
Dann habe ich mich unter den langen Haaren erstens nicht erkannt, habe meine Haare abschneiden lassen. Und dann habe ich mich auf die Suche nach mir selber gemacht. Dann ist das passiert, was ich gerade erzählt habe, also dieser Zusammenbruch. Und dann habe ich gemerkt, oh, ich glaube, da ist einiges, da solltest du mal hinschauen. Und dann bin ich ins Schweigekloster gegangen, wo ich keinerlei Ablenkung hatte. Kein Handy, kein Buch, nichts, gar nichts. Da war ich mit mir alleine und davor hatte ich echt wirklich Angst, mit mir alleine zu sein. Ja. Und das war das Heilsamste überhaupt. Das war das Beste, was mir passieren konnte, weil da war ich dann wirklich nackt vorm Spiegel. Im wahrsten Sinne des Wortes habe ich mich einfach mal nackt vor den Spiegel gestellt und habe mich gezwungen, mich anzugucken, was ich nämlich auch immer nie gemacht habe, weil ich meinen Körper auch nie so angenommen habe. Mhm. Und da kam halt ganz, ganz viel hoch. Und da ist mir wirklich bewusst geworden, in dieser Zeit im Schweigekloster mit mir alleine, wo ich dann auch Tagebuch geführt habe, dass ich mich eben, da ist mir erst bewusst geworden, dass ich mich über all die Jahre angepasst habe, bis Mitte 40, bis Anfang 40. Und das auch in dieser Ehe, und mein Ex-Mann konnte überhaupt gar nichts dafür, dass ich mich da mehr oder weniger im Grunde genommen verloren habe. Und als ich dann zurückkam aus dem Schweigekloster, habe ich mich dann relativ bald uns beiden zuliebe und unserer Tochter zuliebe getrennt. Und das war das Beste, was ich tun konnte für alle, für uns. Ja. Für meinen Mann, Ex-Mann, für meine Tochter und für mich. Und meine Tochter und ich haben ein super Verhältnis. Ich bin auch extra in Mainz wohnen geblieben. Ich hätte auch zu volle Kanne gehen können nach Düsseldorf mit ihr gemeinsam, aber dann wäre sie nicht mehr bei ihrem Vater gewesen. Und das kam für mich nicht in Frage. Es war wichtig, wenn wir uns trennen, dass sie uns beide in der Nähe hat. Und dann habe ich in den sauren Apfel gebissen und habe volle Kanne beim ZDF abgegeben. Es fiel mir sehr, sehr schwer. Aber das Wohl meiner Tochter war mir definitiv wichtiger. Und es war die beste Entscheidung. Also wir verstehen uns alle prima. Wir sind geschieden seit 21. Getrennt habe ich mich 2017. Und wir haben einen ganz, ganz tollen, respektvollen Austausch miteinander. Und das war gut. Und seitdem lebe ich das Leben, was ich immer leben wollte. Selbstbestimmt, frei. Toll. Mhm. Du hattest vorhin gesagt, liebe Andrea, dass du, also kurz vor diesem Moment, wo du dich entschieden hast, in dieses Schweigekloster zu gehen, Angst davor hattest, eben vor dieser Ruhe. Ne? Also praktisch vor diesem Schweigen. Ja, und das ist zum Beispiel bei uns relativ typisch, wenn wir die Hand nehmen, dann haben wir zum Beispiel den kleinen Finger, der steht eben für das Gefühlsbedürfnis von Liebe und Verbundenheit. Die Fähigkeit dazu ist die Kommunikation. Natürlich fängt alles im Inneren an. Das Problem ist eben, wenn Menschen eben nach der Suche nach Liebe und Verbundenheit sind sie sehr stark im Außen in der Suche. Ja. Konzentrieren sich sehr stark im Außen, aber es fängt im Inneren an. Und das ist bewundernswert, liebe Andrea, dass du diesen Weg gegangen bist, dass du dich deiner Angst gestellt hast. Und jetzt würde ich mal sagen, und ich glaube, da sprechen wir die gleiche Sprache, diese Angst in Liebe verwandelt hast. Die Liebe zu dir selbst. Ja. Sehe ich das richtig? Ja. Ja. Die dann in dieser Zeit gewachsen ist. Ja, da fing sie eigentlich erst wirklich an. Ich habe ja gerade gesagt, ich stand dann im wahrsten Sinne des Wortes nackt vor dem Spiegel. Genau, genau. Und habe dann mich selber umarmt. Weißt du, ich habe mich, ich habe quasi meinen Körper angefasst, also nicht in sexueller Hinsicht, sondern in liebevoller Hinsicht, so dieses, nimm doch einfach mal, dann fass doch mal deinen dicken Bauch an und sag doch mal so, hey, danke. Ich weiß, dass du ein bisschen dicker bist, weil du mich vor was beschützt. Und du hast immer gut auf mich aufgepasst. Und hey, danke, Körper, dass du gesund bist und dass du mich so durchs Leben trägst. Also ich weiß gar nicht, wo das herkommt, hat mir keiner gesagt, dass ich irgendwelche Dankbarkeitsübungen machen soll. Aber es war einfach wirklich so ein Bedürfnis. Und ich habe mich dann auch bei meinem Körper entschuldigt, dass ich ihn über viele Jahre so, ja, eigentlich abfällig, ja, kann man schon sagen, betrachtet habe oder mit ihm gesprochen habe. Ständig hatte ich was dran rumzumäkeln. Nee, der Bauch ist zu dick, die Brüste hängen. Und statt mal zu sehen, was da ist, habe ich immer nur gesehen, was doof ist. Also ganz fürchterlich, ganz respektlos bin ich eigentlich mit meinem Körper und somit ja auch mit mir selber umgegangen. Ich habe mich immer geschminkt, ich habe immer mein Gesicht hinter Schminke versteckt, weil ich mein ungeschminktes Gesicht nicht schön fand.
Und ich habe da gelernt, also da habe ich mich natürlich logischerweise nicht geschminkt, dann habe ich ganz, ganz lange mich selber im Spiegel auch im Gesicht angeschaut. Und je länger ich in den Spiegel geguckt habe, desto schöner fand ich mich plötzlich. Und dann liefen mir auf einmal die Tränen übers Gesicht und konnte das fast gar nicht annehmen, diesem ungeschminkten Gesicht zu sagen, du bist schön. Ich konnte es kaum aussprechen. Es war ganz seltsam. War ganz seltsam. Und da ist mir bewusst geworden, dass dieses wirkliche Gefühl von Liebe, nachdem ich ja so viele Jahre auf der Suche war, ich weiß, dass meine Mama mich liebt natürlich und auch mein Ex-Mann hat mich geliebt, aber diese Form der Liebe, die ich gesucht habe, die habe ich irgendwie nicht, ich konnte das gar nicht so annehmen. Weißt du, weil ich mich selber ja auch gar nicht angenommen habe, habe mich immer gefragt, wofür lieben die mich denn so? Mhm. Deshalb kam deren Liebe, die sie mir geschenkt haben, ist fast ein bisschen abgeprallt an mir. Ne? Ich meine, es ist ja, ich bin nicht religiös, aber ich interessiere mich für Religionen und auch für Spiritualität. Und an der Stelle in der Bibel steht, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Ne? Mhm. Und wenn man sieht, wie viele Menschen sich selber nicht lieben. Und das ist ja auch ein Prozess. Und an der Stelle erstmal herzlichen Dank, also riesen Hochachtung, dass du das jetzt so eben kommuniziert hast, weil es geht nicht nur dir so oder ging nicht nur dir so oder geht nicht nur dir so, liebe Andrea, sondern Tausenden von Menschen da draußen. Und das ist so wertvoll, dass du das einfach kommunizierst, weil ich glaube, dass das eben sehr, sehr vielen Menschen hilft. Und wenn wir bei uns anfangen, uns selber zu lieben für Dinge, die wir in Wahrheit sind, also für diesen Menschen, dann können wir noch mehr auch andere Menschen lieben, auch wenn sie ihre Ecken und Kanten haben oder wenn irgendwelche Stinkstiefel unseren Weg kreuzen. Also ich finde es so eindrücklich, was du da sagst. Genau. Genau. Dankeschön. Also ich spreche da auch gerne drüber, weil ich auch weiß, dass es viele Frauen gibt, denen es ganz ähnlich gibt. Vor allem auch Frauen in der Öffentlichkeit, das sieht man uns ja nicht an. Die denken ja alle, ach, erfolgreich, gut aussehend, die haben doch alles, was sie zum Glück brauchen. Und in so vielen von denen, die in der Öffentlichkeit stehen, sieht es eigentlich anders aus. Also ich habe auch, und das ist mir im Schweigekloster bewusst geworden, und mir ist gerade aufgefallen, dass ich das, was ich gerade zu dir gesagt habe, dass die Liebe der anderen eigentlich an mir abgeprallt ist, noch nie ausgesprochen habe. Habe ich so noch nie ausgesprochen, weil es mir gar nicht so bewusst war. Ich habe immer so eine gewisse Leere gefühlt. Also die war jetzt nicht dramatisch, ne? Also ich habe mich immer als glückliche Person empfunden. Aber da war so ein Vakuum, ne? Und da ist halt die Liebe, die mir die anderen gegeben haben, nicht wirklich eingedrungen. Nicht angekommen. Und ich habe, seit ich Mitte 20 war, mich auf die Suche gemacht, um dieses Vakuum zu füllen. Ich meine, hätte ich die Liebe von den Menschen, die sie mir gegeben haben, angenommen, dann wäre es ja gefüllt gewesen. Mhm. Konnte ich aber irgendwie nicht. Und habe alles Mögliche, also ich habe alles, was es esoterisch gab und gibt, ausprobiert. Immer auf der Suche nach dem, dass es sich halt irgendwie füllt. Und es ist, ich war wie so ein bisschen so rumgewabert, wie so ein Ball im Flipperautomaten. So habe ich mich irgendwie gefühlt. Und deshalb glaube ich auch, habe ich mich irgendwann halt so ein bisschen innerlich verloren, im Äußeren nicht. Also ich, meine Berufslaufbahn ging immer sehr straight nach oben und ich bin im klassischen Sinne eine erfolgreiche Karrierefrau gewesen und habe eine Sendung nach der anderen bekommen. Aber wie gesagt, innerlich war ich so ein bisschen haltlos und habe auch so nach diesem Sinn gesucht. Auch als Fernsehmoderatorin habe ich nach meinem Sinn gesucht und denke, was mache ich denn schon? Andere Menschen retten Leben und die operieren und retten Leben und löschen Feuer. Und was hinterlässt du denn auf dieser Welt, wenn du mal gehst? Du hast den Menschen die Langeweile genommen mit deiner Fernsehmoderation. Yeah. So. Und ich habe jetzt erst mit dem, was ich jetzt mache, mit dem Video-Coaching, meine wirkliche auch Berufung gefunden und meine Erfüllung gefunden, weil ich jetzt sowas Sinnstiftendes tun kann. Und ich merke, und da sind wir auch schon wieder dann bei der Selbstbestimmtheit,
ich kann hier etwas bewirken. Und ich konnte als Fernsehmoderatorin nichts bewirken. Man hat ja gesagt, so, das ist die Sendung, das sind die Beiträge, da hatte ich auch keinen Einfluss drauf. Also ich musste auch Beiträge anmoderieren, die ich doof fand, ja. Und hier, mit der Arbeit, die ich jetzt mache, suche ich mir ganz genau aus, was ich machen will oder was nicht. Da wird mir nichts vor die Nase gesetzt, das setze ich mir selber vor die Nase. An dieser Stelle, liebe Andrea, Frage, du hattest ja eben gesagt, Berufung gefunden und Sinn. Jetzt frage ich dich mal direkt, du kennst das Geheimnis der Fingerabdrücke und wir haben ja mit den Händen zu tun. Ja. Darf ich dich nach deinem Purpose fragen? Darf ich dich nach deinem Lebenszweck fragen? Weißt du den zufällig? Also ich weiß nicht, ob der in meiner Hand geschrieben steht, aber... in den Fingerabdrücken. Du hattest ja, glaube ich, auch mal eine Handanalyse machen lassen. Ich habe eine Handanalyse mal machen lassen. Und ist das rausgekommen? Und letzten Endes geht's bei mir schon... Ja, doch, also das, was mir gesagt wurde, ist schon, dass ich Communities baue, also dass ich Menschen zusammenbringe. Cool. Und ich habe für mich das dann auch so, also so wie ich es auch lebe, herausgearbeitet, dass ich dafür da bin, dass andere Menschen den Mut finden, ihre Botschaft rauszubringen, also sie zu befähigen, ihrer Berufung nachzukommen und ihre Vision zu erfüllen und sie dabei zu unterstützen. Also mir geht es darum, Menschen zu befähigen, ihre Botschaft rauszubringen. Wunderbar. Und das ist das, was dich absolut erfüllt? Ja, wo total. Du auch von deine Freiheit findest? Ja. Und es wird ja immer sehr viel über Work-Life-Balance gesprochen und hier gibt es eine Überschneidung, wo man einfach sagt, okay, ich lebe, was ich tue, was mein Auftrag ist und mein Auftrag ist auch das, was ich lebe. Und da geht das einfach in die privaten Bereiche hinein. Es gibt zwar immer wieder Challenges, denke ich, für sich den eigenen Weg immer wieder zu finden, aber letztendlich, wenn die Hauptstraße stimmt, dann stimmt ja auch die Richtung. Kannst du das so bestätigen bei dir? Genau. Ja, definitiv. Also ich denke ja, dass unsere Werte auch die Straßenschilder sind, die uns die Richtung weisen, wohin wir gehen. Also für mich ist es ganz wichtig, eine Vision zu haben, also ein Ziel, auf das ich hinsteuere. Mhm. Und das ist gepflastert eben, also die Straßenschilder, die Richtungsschilder sind meine Werte. Und ich sehe zu, dass alle Entscheidungen, die ich treffe, dass die mich hin zu meiner Vision führen. Also das Leben wäre so kraftlos, also so, wir würden uns nur im Kreis drehen, hätten wir diese Vision nicht, also wüssten wir nicht, wohin wir steuern. Und dazu gehört für mich aber nicht nur meine private Vision und nicht nur eine Vision fürs Business, sondern auch eine Vision für die Menschen, mit denen ich arbeite. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir eine Vision haben für unsere Kunden, also was wir mit denen erreichen wollen. Wenn wir die nicht haben, dann dreht sich wieder alles nur um uns selber. Und dafür sind wir nicht auf dieser Welt. Also jeder von uns hat eine Aufgabe, eine Bestimmung. Genau. Und für diese Bestimmung haben wir Talente bekommen und Fähigkeiten bekommen. Und diese Bestimmung, die wir haben, ist nicht dazu da, dass es uns so gut wie möglich geht, sondern dass wir in einer gewissen Form schon dienen, also für Menschen, also etwas tun, was andere Menschen bereichert. Und je besser wir das tun und je mehr Menschen wir befähigen können, ja, umso besser geht es uns ja dann auch. Ja, es kommt ja dann auch wieder zurück. Nur der Fokus liegt nicht darauf. So, das haben noch nicht alle verstanden. Und ich bin dabei, mit meiner Arbeit auch dazu beizutragen, dass es immer mehr Menschen verstehen, weil ich bin sicher, dass wenn das alle verstehen und wenn der Fokus eben weg von uns selber geht, hin zu unseren Kunden, hin zu anderen Menschen, dass dann auch die Welt ein besserer Ort wird, bin ich ziemlich sicher. Ja. Ja. Also das teile ich hundertprozentig mit dir und da hast du auch gerade das Stichwort gegeben. Andrea, du warst gestern in Brüssel und hast eben vor ganz vielen Menschen und Nationen eben einen Vortrag gehalten. Und an dieser Stelle, welche Rolle spielt der Glaube für dich persönlich, liebe Andrea? Ich komme ja aus der ehemaligen DDR. Mhm. Und
Da hat man versucht, Gott von uns fernzuhalten. Da hat der Glaube gar keine Rolle gespielt. Der hat bis zu meinem 50. Lebensjahr, also bis zum letzten Jahr, überhaupt gar keine Rolle für mich gespielt. Ich war also eine überzeugte Atheistin. Und ich bin dann vor 3 Jahren mit einer Frau ins Gespräch gekommen, die macht Bibelcoaching. Und die fand das so lustig, dass ich Videocoaching mache. Sie so, lustig, du machst Videocoaching, ich mache Bibelcoaching. Und ich so, komm, ich glaube nicht an Gott, ne? Lass mich in Ruhe damit. Und dann sagte sie, bitte Gott doch einfach mal um ein Zeichen, dass es ihn gibt. Naja, aus Spaß habe ich das gemacht. Und es ist nichts passiert, kein Donner, keine Stimme, kein gar nichts. Aber 3 Tage später kam ein Anruf von einer Tierauffangstation. Ich habe schon längere Zeit einen Hund gesucht und habe auch viele Hunde gesehen durch meine Arbeit beim Fernsehen. Und da ist aber keiner quasi in mein Herz gesprungen. Und dann rief diese Frau an und meinte, sie hätten gerade einen Hund bekommen und hätte irgendwie das Gefühl, dass dieser Hund für mich bestimmt wäre. Und dann schickt sie mir ein Foto. Ich habe mich sofort verliebt in den Hund. Und dann sagt sie, das ist Shia. Und normalerweise interessieren mich Namen überhaupt nicht. Also die Bedeutung von Namen spielt für mich nie eine Rolle. Eine innere Stimme hat mir gesagt, schau nach, was dieser Name bedeutet. Mhm. Habe ich getan. Und Shia ist hebräisch und heißt Geschenk Gottes. Das heißt, plötzlich hat die überzeugte Atheistin, die nur mal aus Spaß Gott um ein Zeichen gebeten hat, ein Geschenk von Gott bekommen. Das war sehr lustig. So, da war jetzt also dieses Geschenk, aber da ist noch nichts mit mir passiert. Ich dachte dann nur, da war nur so eine Tür offen. Ja? Da dachte ich, okay, naja, dann scheint es den ja vielleicht doch zu geben. Und dann ist mir, dann war das erstmal kein Thema weiter. Und letztes Jahr ist mir dann halt insofern was passiert, als dass beruflich um mich herum ganz viel eingebrochen ist. Ich habe Zeit meines Lebens immer sehr, sehr gut verdient. Ich hatte immer viel Geld. Und im letzten Jahr habe ich plötzlich eine Sendung nach der anderen verloren, weil die eingestellt worden sind. Wurden halt einfach eingestampft. Ein Werbevertrag, der mir viel Geld gebracht hatte, ist von jetzt auf gleich eingestampft worden, weil die Firma verkauft wurde. Und plötzlich kommend von wohlhabend, was heißt wohlhabend, ich hatte nicht so viel beiseite gelegt, aber beständig immer gut verdient in der Annahme, es geht so weiter, stand ich plötzlich vor der Angst, dass ich Insolvenz anmelden muss. Und das heißt, ich war wirklich von massiven Existenzängsten bedroht. Und in der Zeit, ich war ja immer überzeugt, ich kann alles selbst lösen, fühlte ich mich so hilflos und diese Zukunftsangst ist so beschissen, also wirklich beschissen, ich muss dieses Wort jetzt einfach benutzen. So. Du hast das Gefühl, es schnürt dir die Kehle zu. Du denkst nur noch, oh Gott, heute ist der 20. Hoffentlich kommt in den nächsten 10 Tagen genug Geld rein. Am 27. wird dir schon total übel. Und du triffst ja auch alle Entscheidungen dann nur noch aus Angst heraus. Du machst ja dann Dinge, die du eigentlich gar nicht machen willst, weil du denkst, ich brauche aber das Geld. Und dann dieses blöde Gefühl hier oben im Bauch. Fürchterlich. Und in der Zeit, wo ich wirklich hilflos war, sagte ein Freund zu mir, bitte Gott doch einfach mal darum, dir zu helfen. Und ich so, naja, der wird sich bedanken bei mir, weißt du, 50 Jahre, muss ich nichts von dem wissen und jetzt komme ich auf einmal an. Dann sagt er, Gott ist nicht so, mach mal. Und dann habe ich es getan. Ich so, wie sage ich dem denn das? Wie bete ich denn? Ja, so wie du mit mir redest einfach. Was, so wie mit einem Freund? Ja, du redest mit dem wie mit einem Freund. Und dann habe ich das getan. Cool. So, und dann kam, und das waren wirklich Wunder. Also da kamen Lösungen, die kann man sich nicht vorstellen. Zum Beispiel, um mal ein Beispiel zu nennen, rief mich meine Bank an, bei denen hatte ich mal vor 6 Jahren einen Kredit aufgenommen. Und ich war so Ende des Monats, 25. Und ich so, oh Gott, wo kriege ich diese 6.000 Euro noch her, die ich brauche? Ruft mich am Frankfurter Bahnhof die Bank an. Frau Balsche, Sie hatten hier vor 6 Jahren doch mal einen Kredit aufgenommen und Sie haben hier 6.000 Euro noch nicht abgerufen. Wollen Sie die jetzt haben? Was? Ich dachte, das ist versteckte Kamera, wirklich. Ja, klar. Ja, aber wann passiert einem denn sowas? Ja, ich will die jetzt bitte haben. So, dann habe ich das, hatte ich plötzlich diese 6.000 Euro und so kam ein Ding nach dem anderen. Am Anfang dachte ich noch, ja, das ist Zufall. So kam eins nach dem anderen. Und dann spielte eben auch noch eine Rolle eine Fernsehserie, The Chosen. Die wollte ich eigentlich nur für meine Tochter gucken. The Chosen zeigt das Leben von Jesus aus Sicht derjenigen, die ihn vor 2000 Jahren erlebt haben. Und es ist im Grunde genommen eine Unterhaltungsserie, die den historischen Jesus einfach zeigt.
Und ich gucke ja nie Fernsehen, obwohl ich Fernsehmoderatorin bin. Und diese Serie hat mich so reingezogen, und da habe ich plötzlich gemerkt, da passiert was mit mir. Ich war so, plötzlich fing an, dieses Vakuum, von dem ich vorhin gesprochen habe, irgendwas fing an, sich zu füllen. Und ich habe gemerkt, da ist was, da wird jetzt was, da wabert was jetzt in mir. Und ich habe gemerkt, wie ich hungrig wurde. Ich wurde hungrig danach, mehr zu erfahren. Ich wollte wissen, worüber redet dieser Jesus? Was haben diese Geschichten zu bedeuten? Und dann fing ich an, Bücher zu lesen, mit mehr und mehr Menschen zu sprechen. Und ich habe plötzlich gemerkt, wie ich da so, wie es einfach warm wurde in mir. Mhm. Und dann habe ich einen Traum erlebt, also einen wirklichen Traum, nachts, wenn man schläft, so ein Traum, kein Tagtraum, einen echten Traum. Mhm. Und in diesem Traum war alles um mich herum weiß, komplett weiß. Und ich habe so ein unfassbares Gefühl von Liebe gespürt. Das war so unbeschreiblich, so erfüllend von einer Schönheit, die, du kannst es kaum ertragen, so schön war dieses Gefühl. Und dann bin ich aufgewacht, war im Wohnzimmer meiner Schwester, habe ich auf der Luftmatratze geschlafen. Und es war so überwältigend, dass ich gesagt habe, obwohl ich gar nicht an den Gott, an den lieben Gott geglaubt habe, ich so, oh bitte, lieber Gott, lass mich nochmal in diesen Traum zurückgehen. Ich mache jetzt die Augen zu, bitte lass mich in diesen Traum zurück. Das ist das Schönste, was ich je erlebt habe. Lass es mich nochmal erleben. Ich habe die Augen zugemacht, ich war wieder in diesem Traum. Es war wieder weiß und wieder war dieses unfassbare Gefühl da. Und das war die reinste, tiefste, purste Form der Liebe. Und ich wusste, es ist keine Liebe, die jemals zwischen Menschen sein kann. Und das ist mir letztes Jahr so bewusst geworden, das ist diese, obwohl ich nie an Gott geglaubt habe, ich wusste, das ist die Liebe Gottes, das ist die Gottesliebe, das ist dieses, man kann es nicht beschreiben, wenn man es nicht selber erlebt hat. Vielleicht greifen sich jetzt einige an den Kopf und denken, die Balschuh spinnt, aber ich habe es gefühlt, ich weiß, was ich gefühlt habe. Und deswegen ist für mich, es sind so viele Dinge passiert, das Zeichen der Hund, ja, dann diese ganzen Wunder. Und ich habe bis heute noch nicht meine Hand heben müssen. Und erstaunlicherweise, in dem Moment, wo mir alles weggenommen worden ist und ich mit dem Rücken an der Wand stand und ich um Hilfe gebeten habe von einem Gott, an den ich bis dahin nicht geglaubt habe und der aber so gnädig war und mir seitdem hilft und der auch dieses Videostudio wie durch ein Wunder möglich gemacht hat, und gemeinsam mit dieser Liebe, die ich auch spüre, wenn ich mit Menschen spreche, wenn ich lese, wenn ich Musik höre, das hat einfach dazu beigetragen, dass in mir drin sich was verändert hat, in meinem Herzen sich was verändert hat, ich anders Entscheidungen treffe inzwischen, dass ich mich auch verändert habe, wie man mir von außen spiegelt und ich das selber auch merke. Mein Ego ist nicht mehr so groß. Ich war eine der meistbeschäftigten Fernsehmoderatorinnen im MDR. Heute habe ich nur noch eine Sendung vertretungsweise im Fernsehen. Und das hätte man mir das früher gesagt, es wäre für mich der Untergang gewesen. Und heute denke ich so, ja, so what? Weißt du, ich mache hier eine Arbeit, die mich von oben bis unten erfüllt. Genau. Und klar kommt das Ego zwischendurch immer mal wieder durch. Also ich bin jetzt hier nicht erleuchtet und heilig oder sonst was, aber ich merke, dass ich mich selber nicht mehr so wichtig nehme. Und was ich spüre, und das ist das allergrößte Geschenk, innerer Frieden. Mhm. Ich habe keine Angst mehr, ich habe keine Zukunftsangst mehr, obwohl die Situation, die letztes Jahr eingetreten ist, hat natürlich Nachwirkungen. Es zieht natürlich so einen Rattenschwanz hinterher, Finanzamt mit allem drum und dran und allem Gedöns, was da so zugehört. Und ich hätte von außen betrachtet sehr, sehr viele Gründe, Angst zu haben. Und ich habe sie nicht. Ich bin so voller Zuversicht und so voller Vertrauen und Ruhe und innerem Frieden. Und deswegen ist für mich, die 50 Jahre lang nicht an Gott geglaubt hat, Gott jeden Tag sehr real, weil ich das, dadurch diesen inneren Frieden erlebe. Und das hat mich verändert. Ja. Toll. Wunderbar. Also das ist großartig, dass du das wirklich jetzt hier an der Stelle mit uns allen geteilt hast. Und wenn wir überlegen, unser Leben ist ja endlich. Ja. Im Vergleich zur Unendlichkeit, was danach kommt, gibt es viele Möglichkeiten. Ich meine, Palmtherapie zum Beispiel ist auch aus einem Nahtoderlebnis heraus entstanden. Mhm. Ich selber hatte vor ungefähr 6 Wochen auch ein ähnliches Erlebnis.
Ist aber eine andere Geschichte, soll aber hier jetzt nicht zum Thema werden. Oh, meine Frage an dich. Meine Frage an dich, liebe Andrea. Wenn das Leben sich dem Ende zuneigen wird, irgendwann mal, und ich denke, jeder von uns steht irgendwann mal an diesem Punkt, wo wir dann einfach sagen, okay, war das das Leben, was ich geführt habe? Was sind für dich die drei wichtigsten Dinge, wo du sagst, okay, an diesen drei Dingen erkennst du, das war dein Leben und das war erfüllt und selbstbestimmt? Das kann ich jetzt schon sagen. Also selbst wenn ich morgen gehen müsste, würde ich glücklich gehen. Ich hätte nicht das Gefühl, also ich hätte, würde vielleicht denken, ach Mann, du hättest mal schon ein bisschen früher nach Neuseeland fliegen können, du wolltest immer dieses Land sehen. Aber von dem, was ich hier bewirkt habe, würde ich sagen, nee, du hast deine Bestimmung erkannt, du bist ihr gefolgt, hättest es gerne noch ein bisschen länger gemacht. Aber du hast, also auch wenn ich auf meine Tochter schaue, meine Tochter als Teenager, was für ein wundervolles Kind sie ist. Auch hier, es ist, ich bin so von unendlicher Dankbarkeit durchflutet dadurch, dafür. Wenn ich auf die Menschen schaue, die ich bisher schon begleiten durfte, denen ich helfen durfte und auch zu sehen, ich durfte bei ihnen wirklich viel bewirken. Und die Tatsache, dass ich zu Gott gefunden habe, ist für mich, gibt mir so eine Ruhe, dass ich sage, wenn ich morgen gehen müsste, dann könnte ich entspannt gehen, weil ich weiß, ich bin dann nicht alleine. Weil ich weiß, wenn ich gehe, dann bin ich bei Gott. Und das gibt mir eine totale Ruhe und Zufriedenheit und wie gesagt, keinerlei Angst. Es ist auch so, wenn ich jetzt Entscheidungen treffe. Wie gesagt, einige greifen sich vielleicht an den Kopf. Aber ich frage dann immer, hey Jesus, was würdest du denn tun? Ich bespreche mein Business mit Gott. Wirklich. Wunderbar. Ich gehe morgens laufen, dann spreche ich mit Gott über mein Business. Und ich bitte ihn zwischendurch mal um Marketingmaßnahmen. Ich habe jetzt hier den LinkedIn-Beitrag geschrieben. Ja, das kannst du ja nicht erledigen. Könntest du bitte dafür sorgen, dass es die richtigen Menschen sehen und sich dann anmelden? Und ich sag dir, auch das, da habe ich auch Wunder erlebt. Als ich selber gemacht habe, kamen so kleckerweise 6 Anmeldungen pro Tag, 7 Anmeldungen. Und dann habe ich genau das gesagt. Ich so, Gott, könntest du bitte für mich das Marketing übernehmen? Und dann am nächsten Tag so 100 Anmeldungen. Ich so, what? Und dann am übernächsten Tag 60 und dann 80 und dann 70. Ich sag, wie abgefahren ist das denn? Da kann ich mir ja ganz schön viel Geld sparen, oder? Brauche ich keine Marketingagenturen? Kann ich alles umsonst haben? Nein, es ist so, ich treffe anders Entscheidungen, weil ich bin überzeugt davon, dass Entscheidungen, die wir treffen im Leben, ob wir uns für etwas oder gegen etwas entscheiden, ist immer eine Entscheidung, die sind entweder von Angst angetrieben oder von Liebe angetrieben. Genau. Und ich habe viele Entscheidungen aus Angst getroffen, weil ich Angst hatte, etwas zu verlieren. Ich hätte mich schon früher von meinem ehemaligen Mann getrennt. Dann wäre das eine, um das ich letzten Endes gegangen bin, war eine Entscheidung aus Liebe meiner Tochter gegenüber, mir selbst gegenüber und auch ihm. Ich bin aber aus Angst, habe ich die Entscheidung getroffen, zu bleiben. Aus Angst vor dem, was dann kommt, wenn ich gehe. Was wird dann aus ihm, was wird dann aus meiner Tochter? Und so können wir viele unserer Entscheidungen aus dem Licht betrachten, sind es Entscheidungen aus Angst oder aus Liebe getroffen. Und ich habe mich entschieden, ich treffe meine Entscheidung aus Liebe. Und dadurch, dass ich jetzt die Verbundenheit mit Gott habe, ich spreche ja immer nur von mir. Und ich erzähle immer gern, was es mit mir einfach gemacht hat. Klar, es geht auch um dich jetzt in diesem Podcast. Und insofern habe ich einfach dann, ich habe meinen Blick auf Jesus gerichtet, selbst wenn es um mich herum stürmt. Da gibt es so ein schönes Bild aus der Bibel, dass einer der Jünger, der Petrus, die sind auf dem Boot, die ganzen Jünger sind auf dem Boot und es stürmt und ganz hohe Wellen und Jesus ist auf dem Wasser und sagt zu Petrus, Simon Petrus, komm. Und Petrus schaut ihn an und schaut die ganze Zeit auf Jesus, tritt aus dem Boot aufs Wasser und läuft ebenfalls auf dem Wasser auf Jesus zu. Und
kann laufen, während er ihn anschaut. Und dann guckt er auf einmal runter und sieht die ganzen Wellen und den Sturm, guckt runter und kriegt auf einmal Angst und beginnt zu sinken. Und sagt, ah, Jesus, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Und er sagt die ganze Zeit, guck mich an. Wenn du mich anschaust, dann kannst du auf dem Wasser laufen, dann kann dir nichts passieren. Behalte den Blick auf mich gerichtet. Weil er fing erst an zu sinken, als er Angst gekriegt hat, als er quasi den Blick von Jesus abgewendet hat, also von Gott abgewendet hat. Und das habe ich so auf mein Leben übertragen, dass ich sage, okay, es ist wahrlich nicht immer leicht. Also auch wenn man mit Gott unterwegs ist, heißt das nicht, dass das Leben die ganze Zeit Heititai ist. Nein. Da kommen sehr gewaltige Herausforderungen auf einen zu, sehr gewaltige. Aber wenn ich in dem Moment für mich den Blick auf Gott gerichtet lasse, dann machen mir diese Umstände keine Angst, sondern dann weiß ich, ich komme da durch. Es kann wehtun, hat keiner gesagt, dass es nicht wehtut, aber ich komme da durch. Und das erlaubt mir jetzt einfach, Entscheidungen aus Liebe zu treffen. Und es hat sich gezeigt, dass das einfach nicht nur Entscheidungen sind, die in meinem Leben viel bewirken, sondern auch im Leben von anderen Menschen zum Guten dienen. Also können wir sagen, du triffst deine Entscheidung aus Liebe. Ja. Und im Blick auf Gott, ja, handelst du im Vertrauen. Ja, absolut. Also haben wir die beiden Komponente in Liebe und Vertrauen. Genau. Ja. Wunderbar. Vertrauen ist das A und O. Wirklich, ja. Liebe und Vertrauen, das sind für mich die Grundlage des Lebens. Wirklich die Grundlage des Lebens, von allem. Auch wenn wir mit Menschen reden, also auch unsere Kunden sollten wir lieben und wir sollten alles, was wir sagen, irgendwie vorher einmal in Liebe tunken. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir weichgespült sind oder sonst was. Aber lesen wir in der Bibel nach, schauen wir uns an, wie Jesus damals unterwegs war. Und dazu muss man auch nicht an Gott glauben, sondern es gab ihn ja ganz real. Und man weiß, wie er damals unterwegs war und wie respektvoll er mit den Menschen umgegangen ist. Auch mit den Armen, mit denen, die keiner, mit denen keiner zu tun haben wollte. Und wenn wir das so auf uns übertragen und auch genauso respektvoll sind mit unseren Mitmenschen und nicht immer gleich urteilen und aufbrausen, sondern da auch, wie gesagt, einmal vorher alles in Liebe tunken. es gibt einfach die besseren Ergebnisse in jeder Hinsicht. Und deswegen finde ich es, ja, hat es mir einfach sehr, oder hilft es mir nach wie vor, jeden Tag immer wieder, mich an Jesus zu orientieren. Und ich bin trotzdem immer noch sehr klar und auch weltlich unterwegs. Also ich schwebe jetzt nicht 10 Meter über dem Boden, aber es gibt mir Orientierung. Wunderbar. Das ist es, was es tut. Es gibt mir eine Orientierung, es gibt mir eine Sicherheit und dieses Vertrauen haben ist für mich unbezahlbar. Vertrauen und Liebe spüren hier im Herzen, Liebe spüren und Vertrauen zu haben. Es gibt so viel Sicherheit. Und damit können wir auch Entscheidungen, mutige Entscheidungen treffen. Und wir können doch nur mit mutigen Entscheidungen wirklich was verändern. Geht gar nicht anders. Auf jeden Fall. Und dazu braucht es Vertrauen, um mutige, genau, Entscheidungen treffen zu können. Und die Entscheidung für die Entscheidung, das liegt in unseren Händen. Ja. Kann man sagen. Ja. Wunderbar. Genau, liebe Andrea, ich möchte mich wirklich von ganzem Herzen bei dir bedanken. Das war unglaublich, was du uns da hier geschenkt hast, diese Inspiration. Und eben, ich glaube, dass auch wirklich bei jedem Bilder entstanden sind, wo er sich im Alltag wiedererkennt und wo er auch für sich etwas mitnehmen kann. Ich würde also an mich dieser freuen. Stelle nochmals vielen, vielen Dank. Gerne, danke. Und bis ganz bald mal. Danke. Ich hoffe, dass dich diese Folge inspiriert hat und wer weiß, vielleicht stehst auch du gerade vor einer wichtigen Entscheidung in deinem Leben. Vielleicht überlegst du dir auch, dass du dich als Coach nebenberuflich selbstständig machst, um im Leben anderer Menschen etwas zu bewirken. Vielleicht Angst und Stress im Handumdrehen in Liebe und Vertrauen zu verwandeln. Wenn du dazu Fragen hast, dann lass uns gerne mal sprechen oder schreibe uns eine E-Mail. Und wie immer findest du hier unten in den Shownotes alle wichtigen Links zu dieser Episode. Hab eine wundervolle Woche, eine tolle Zeit und ich freue mich schon jetzt aufs nächste Mal. Und bis dahin, alles Liebe, der Christian.